Also wenn es eines Beweises bedurfte, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht senken sollte, dann ist das das Wiederaufleben der Meme-Euphorie, die wir heute sehen, eine Art Déjà-vu aus dem Jahr 2021. Wir sehen, dass aufgrund eines einzigen Tweets wieder die gesamten Meme-Aktien nach oben gehen. Auch Tesla davon profitiert, Bitcoin steigt. Es ist wirklich ein Symptom dafür, dass erstens nach wie vor zu viel Liquidität im System ist, um die Inflation nachhaltig nach unten zu bringen. Und zweitens eben zu viel Euphorie im System ist. Wir wollen uns die Dinge vor den wichtigen Daten morgen und übermorgen mal anschauen und zeigen, warum es vielleicht keine gute Idee ist, für die Fed die Zinsen zu senken. Hier ein einziger Tweet von Roaring Kitty, vielleicht erinnern Sie sich noch, der sagt, ja, ich bin wieder an Bord bei GameStop. Wir sehen die Aktie massiv nach oben geschossen, zunächst 21%, zwischenzeitlich dann sogar über 100%. Das ist alles andere als ungewöhnlich, kennen wir ja aus dem Jahr 2021, zu einer Zeit also, als die Fed die Zinsen auf Null gesenkt hatte und massiv Liquidität ins System geschüttet hat. Jetzt musste die Aktie viermal bereits vom Handel ausgesetzt werden. Hier sehen wir, dass vor allem dann einige Shorts wohl über $1 Milliarde verloren haben. Wer shortet so einen Dreck? Keine Ahnung. Ich frage mich allerdings auch, wer so etwas kauft. Aber sei es drum, hier sehen wir, was im Jahr 2021 mit GameStop passiert ist. Booms, die Aktie auf $120 gestiegen, um dann auf um und bei ja, 10, 12, 13, 14 zu sinken. Fundamental gerechtfertigt, das Unternehmen macht viel weniger Umsatz, als es derzeit wert ist. Wir haben jetzt eine Bewertung bei GameStop von $10 Milliarden, Umsatz 2022 war so $6 Milliarden pro Jahr, also das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, hinten und vorne nicht, und da sagt Sven Henrik, Party like it's 2021, Monetary Policy is restrictive, hat uns Jerome Powell gesagt. So etwas passiert nicht in Zeiten, in denen die Geldpolitik wirklich restriktiv ist. Und Anthony Sarek zeigt hier, also es ist ja nicht nur jetzt GameStop, sondern es sind die Magnificent Seven, dann hatten wir die SPACs, jetzt haben wir KI, wir haben Krypto und wir haben vor allem diese Zero-DTE-Optionen, deren Volumen ja massiv gestiegen ist in den letzten Jahren. Also Spekulationseuphorie an allen Fronten, kein guter Zeitpunkt, um dann die Geldpolitik weiter zu lockern. Und dann hören wir etwa von Andrew Tate, ja, ich werde meine Aktie, GameStop-Aktie nie verkaufen, egal was kommt. Diamond Hands, until I've stopped breathing, oder breathing, jedenfalls bis ich aufhöre zu atmen. Also dieses Motiv nie verkaufen, erstens, das wir aus 2021 kennen, war jetzt nicht so eine gute Idee bei GameStop und vor allem AMC, erstens, und zweitens eben auch against the system, also man glaubte ja, hier gegen das System zu arbeiten, gegen Hedgefonds zu arbeiten, in Unkenntnis dessen oder in Ignoranz dessen, dass vor allem einige Hedgefonds eben gegen andere Hedgefonds gekämpft haben, dadurch diese Wucht auch entstand neben diesen Apes, neben diesen Massen, die dann mit draufspringen. Aber Jennifer Erplin bringt es auf den Punkt, Déjà-vu all over again, no rate cut, keine Zinssenkungen, und ich glaube, da hat sie einen validen Punkt. Aber es ist nicht nur GameStop. Gucken wir, AMC wird nach oben gezogen, Reddit nach oben gezogen, dann auch so Lucid Motors, Rivian, also diese Dinge aus dem Elektroautobereich, die überhaupt nicht laufen. Kürzlich hat jemand gesagt, ich habe eins der zwei Rivian-Autos entdeckt, die bisher verkauft wurden, aber auch Tesla, aber auch Bitcoin. Dann steigt gleich mal alles, wenn man schon mal gerade dabei ist. Also es ist wirklich, naja, was soll man dazu sagen, idiotisch. However, viele sagen ja immer, Mensch Fugmann, warum sprichst du immer über Zinsen? Das sei doch überhaupt gar nicht so wichtig für die Aktienmärkte. Und da will ich mal kurz darauf antworten. Doch, es ist wichtig auf Aktienmärkte, denn was wir hier sehen, ist der sogenannte Margin Debt, also praktisch die Hebelung. Warum gibt es diese Hebelung? Nun, wenn Sie in Amerika Aktien handeln,
und eine Aktie kaufen, dann müssen Sie nur ganz selten wirklich das volle Kapital einsetzen für den Kauf dieser Aktie, vielmehr nur einen Bruchteil, weil Ihr restliches Aktiendepot als Sicherheit für den Broker gilt. Also handeln Sie auf Marge. Also müssen Sie für diesen Kredit, den Sie faktisch bekommen, Zinsen bezahlen, und diese Zinsen richten sich nach den Kapitalmarktzinsen. Deswegen sind Zinsen insgesamt wichtig, weil es teuer ist, letztendlich über Nacht Long-Positionen selbst in Aktien zu handeln sozusagen hier langfristig eine Position zu haben. Und wir sehen, dieser Margin Debt ist immer weiter gestiegen auf jetzt 784 Milliarden Dollar. Das ist eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung jetzt seit Oktober 2023. Als die Märkte ja weniger gut gelaunt waren. Es geht meistens einher mit dem S&P 500. Also da ist viel auf Kredit gekauft, respektive auf Hebel gekauft. Für diesen Hebel bezahle ich Zinsen. Deswegen sind Zinsen so wichtig, auch für die Aktienmärkte und für die Unternehmen sowieso. Hier schauen wir uns mal die Small Caps an, also die kleineren Unternehmen in den USA. Und da sind nicht nur 41% dieser kleinen Unternehmen sind nicht profitabel, verlieren also Geld, sondern sie haben eine richtige Welle an Refinanzierungen, die jetzt auf sie zukommen. Das gilt vor allem für das Jahr 2025, dann vor allem 2026, also die nächsten Jahre. Und wenn da die Zinsen noch hoch sind, dann kriegen die ein richtiges Problem, vor allem diejenigen, die nicht profitabel sind. Über 600 Milliarden Dollar werden da fällig werden, also eine ganze Menge. Auch deswegen sind Zinsen eben wichtig. Gerade für die kleineren Unternehmen ist das wichtig. Deswegen sagt auch die Bank of America, also wenn wir am Mittwoch bei den Inflationsdaten, die ja dann kommen, eine niedrigere Zahl sehen, also eine geringere Inflation, dann würden vor allem die Laggards, die Schlusslichter, die bisher nicht so gut gelaufen sind, wie KRE, also praktisch Regionalbanken etc., würden eine massive Rallye zaubern. Allerdings wendet hier Stifel oder Piper Sandler ein, warum sollte die Inflation nachhaltig nach unten gehen, wenn du eben diese Ausgabenpolitik, diesen fiskalischen Stimulus der US-Regierung hast. Das alleine sorgt dafür, dass die Inflation nicht so wirklich nach unten kommt. Und heute hat sich jemand geäußert, dessen Glatze fast so schön glänzt wie meine. Das ist Mr. Jefferson, Fed-Vizechef immerhin. Und der sagt, ja, wir müssen die Zinsen so lange da halten, wo sie sind, bis die Inflation nach unten geht. Und zeigt sich auch besorgt, dass die Inflation breiter gefasst ist jetzt inzwischen. Wir sehen, dass langsam auch im Gütersektor eben die Inflation weiter nach oben geht, unter anderem durch die Rohstoffpreise, die hier gestiegen sind. Und wir sehen, dass diese gestiegenen Zinsen andernorts, nämlich in Kanada, richtig Stress schon verursachen. So hat der kanadische Notenbankchef jetzt gesagt. Also hier gibt es die Gefahr, dass die Dinge ein bisschen eskalieren. In Kanada sind ja zum Beispiel die Hauspreise noch massiver gestiegen, deutlich massiver gestiegen als in den USA. Und wenn dann die Zinsen ansteigen und die Leute flexibel finanziert haben, dann wird die ganze Geschichte wirklich schwierig. Und man warnt hier vor einem Einbruch des kanadischen Aktienmarkts. Erstaunlicherweise, die Kanadier müssen jetzt übrigens 66% Kapitalertragssteuer zahlen für Profite über 250.000 Dollar. Das ist relativ happig, wird bei uns wahrscheinlich auch bald kommen. Auch in den USA dürfte das nicht mehr lange dauern, bis da die Kapitalertragssteuern angehoben werden. Biden hat das ja schon vorgeschlagen. Jetzt haben wir ja morgen das erste wichtige Ereignis. Heute im Grunde so ein Warmlaufen auf das, was in dieser Woche kommt, nämlich die US-Erzeugerpreise morgen 14.30 Uhr. Wir sehen, die sind seit Jahresbeginn deutlich angestiegen, und wir haben vor allem die ISM-Zahlen, ich hatte darauf schon hingewiesen, sowohl Gewerbe als auch Dienstleistung als auch Preiskomponente, Philadelphia Fed, Empire State Index, KC Fed, wie auch immer, nur der Dallas Fed Preisindex ist im April nach unten gegangen. Wir sehen also in vielen Einkaufsmanager-Indizes, dass die Preise im April deutlich gestiegen sind, und die Erzeugerpreise sind ja die Kosten für die Unternehmen. Das müsste also, zumindest würde es mich überraschen, wenn jetzt die Daten deutlich niedriger wären als erwartet, zumal die Rohstoffpreise derzeit ausbrechen, nach oben ausbrechen. Wir sehen Kupfer, wir sehen viele andere Metalle, die deutlich nach oben gehen. Und das ist normalerweise ein Frühindikator für eine wieder ansteigende Inflation. Und das checken auch die Amis. Heute 17 Uhr Daten.
nämlich die Inflationserwartungen, die von der New Yorker Fed erhoben wird, und die ist deutlich nach oben gegangen, jetzt von 3,0 auf 3,3%. 3,0 noch im März, war 4 Monate lang stabil, jetzt ein deutlicher Anstieg. Die Amerikaner denken also, spüren also, die Dinge sind wieder teurer geworden irgendwie. Mal sehen, ob dann morgen und übermorgen die Daten das auch bestätigen. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Nvidia, vorbörslich deutlich gestiegen wieder. Aber dann die Meldung, dass offenkundig China seinen Firmen sagt, etwa ByteDance, Tencent, Alibaba, Baidu, schleicht jetzt mal diese Nvidia-Chips auf, aus, bestellt bitte weniger Nvidia-Chips. Jetzt ist China, glaube ich, nur noch 15% des Umsatzes von Nvidia. Aber dennoch, das ist etwas, was die Aktie dann ein bisschen weniger bullish hat sein lassen heute. Aber dann HSBC, die sagen, naja, also Nvidia kann noch weitere 50% steigen, weil das gigantische Potenzial von KI und so weiter. Sie wissen Bescheid, meine Damen und Herren. Aber wir sehen Gewinner heute bei den Tech-Aktien, vor allem Apple, nachdem man einen Deal ja machen wird oder will mit OpenAI, damit man bei Siri dann auch ein bisschen KI hat und so weiter und so fort, und das Ganze kurz vor einer Google-Konferenz, die hier auch ganz Tolles mit KI vorstellen wollten. Deswegen sehen wir Google im Minus, Apple im Plus. Also man stiehlt sich die Show, wer hier nicht in Sachen KI der allerneueste Schrei ist und den neuesten Schrei aus Lutetia bieten kann, der hat ein Problem offenkundig. Also heute Gewinner Apple, Verlierer Google. Aber insgesamt gibt es ganz wenige, aber es gibt sie doch, warnende Stimmen. Hier sehen wir zum Beispiel Bull Case von Morgan Stanley, 5050 Punkte im S&P 500. Das wäre etwas niedriger, als wir jetzt sind. Wenn es dumm läuft, könnte es auch deutlich tiefer gehen. Und auch Stifel sagt, oh, wir werden eine 10% Korrektur sehen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass bis vor kurzem vor allem der VIX sehr, sehr niedrig war. Heute hatten wir den VIX One Day, also der praktisch nur einen Tag geht, mit dem niedrigsten Stand seit Jahren. Und das in einer Situation, wo wir vor den Inflationszahlen im März noch eine deutlich höhere Zahl hatten, 19,2, jetzt sind wir bei 7,4. Aber der VIX ist dann heute im weiteren Verlauf deutlich angesprungen, aus dieser fallenden Wedge nach oben ausgebrochen, zwischenzeitlich 8% gestiegen. Mal sehen, was da jetzt passiert. Das zeigt, dass zumindest manche sich absichern wollen vor den Inflationsdaten, nachdem die Absicherung und das Bedürfnis nach Absicherung ja zuletzt sehr tief gewesen ist. Kommen wir jetzt nochmal nach Europa und wir sehen, die Daten aus Europa in Relation zur Erwartung sind besser als in den USA. Wir hatten ja im April wirklich, vor allem im April, eben schwache Daten aus den USA. Europa hält sich besser in Relation zur Erwartung, interessanterweise. Und das, obwohl wir eine, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit eigentlich oder in der EU zumindest, eine Energiepolitik fahren, die zumindest jetzt nicht wachstumsförderlich ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dabei wohl sehr viel mehr Methan ausstoßen, als bisher bekannt ist, wie hier Jerome Blockland auf Deutsch, ein Däne eigentlich, auf Deutsch schreibt, einfach genial. Faktisch ist das nicht besonders klimaschonend, was wir hier machen, und vor allem ist es nicht billig. Es wird uns viele, viele, viele Milliarden kosten. Die Bild-Zeitung sagt hier jedes Jahr 100 Milliarden. Etwas plakativ, wie Dr. Christoph Kanne hier sagt, aber es ist auf jeden Fall so, dass das kein Free Lunch ist, dass das sehr, sehr teuer ist. Für was eigentlich? Dem Klima tun wir derzeit keinen Gefallen mit unseren Kohlekraftwerken etc. Und jetzt ein Wahlplakat der Grünen, Wohlstand erneuern, also müssen wir den wiederherstellen, der ist anscheinend verloren gegangen. Das ist ein interessantes Eingeständnis der Grünen, wie ich finde. Wie auch immer, wenn wir jetzt nochmal zu den großen Dingen zurückkommen, die Zentralbanken abschaffen, das wäre vielleicht keine schlechte Idee, denn diese Zentralbanken sind ja eigentlich ein marxistisches Konzept und sie sorgen für eine sehr seltsame Umverteilung, letztendlich von reich zu arm, nee, genau andersrum, von arm zu reich. Kein Wunder, dass zum Beispiel in den USA die Reichen immer reicher werden und eben die Armen nicht davon profitieren, weil die Vermögenspreise steigen. Und diese Vermögenspreise steigen vor allem, weil die Notenbank dafür gesorgt haben, dass die Vermögenspreise steigen. Hier mal ein Plädoyer für eine Abschaffung dieser Zentralbanken. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media. Und die zweite und letzte Empfehlung, keiner will Short sein im europäischen Aktienmarkt. Warum? Weil es nur nach oben gehen kann. Ist ja gar keine Frage. Hier also die zweite Empfehlung, auch gerne weiterempfehlen. Diese beiden Links unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.